So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe. Shop habe ich gerade für euch fertig gemacht, ist schon online jetzt. Gerne mal reinschauen, gucken, was heute so im Shop drin ist. Dann des Weiteren. Erstmal danke jetzt für 2000 Abonnenten. Gruß geht ja erstmal an jeden Einzelnen raus. Wir haben ja gesagt, es wird wieder eine Skin-Verlosung geben bei 2500 Abonnenten. Warum? Weil wir erst vor ganz kurzem eine Skin-Verlosung hatten. Deshalb, also falls du komplett neu auf dem Kanal bist, bei mir finden öfters mal irgendwelche Skin-Verlosungen statt, ist aber immer vorher bekannt. Also keine Angst, du wirst da eigentlich nichts verpassen, wenn du eben abonniert hast und die Glocke aktiviert hast. Also mach dir da keine Gedanken, du musst auch nicht jedes Video jetzt gucken, unbedingt, um Gottes Willen, weil ich lade für euch ja alle Aufgaben hoch, alle Shops, die es gibt und sonst irgendwelche wichtigen News, sage ich jetzt mal einfach. So, was musst du machen, um Skin zu bekommen? Ganz einfach, natürlich abonnieren, damit du nichts verpasst, die Glocke aktivieren, die Glocke aktivierst du nicht für mich, sondern für dich, damit du einfach dann nichts mehr verpasst. Wäre natürlich auch nett, wenn du meinen Creator-Code eintragen würdest. Aber das Wichtigste ist, eine Freundschaftsanfrage schicken. So, das Ganze geht hier oben links. YT-Family. Hack. Dann hier auf OK. Dann gehen wir direkt nämlich schon mal rein in den Shop. Ich zeige euch nämlich ganz kurz, warum ihr das bitte machen müsst. Das Problem ist einfach, stell dir einfach vor, wir hätten jetzt gerade eine Verlosung. Du würdest dich da co-preisen, hast mir gerade die Freundschaftsanfrage geschickt. Was ist das Problem? Erkennst du schon? Richtig, ich kann dir noch kein Geschenk schicken. Epic Games hat so eine Sicherheitsmaßnahme, man muss 48 Stunden miteinander befreundet sein, damit man einen Skin verschenken kann. Ist einfach damit, falls einer euer Passwort knackt, geht ins Spiel rein. Du hast jetzt keine Ahnung, sei es mal 5000 V-Bucks, könnte sich rein theoretisch zwei schöne große Skins schenken und noch irgendwas anderes. Und so wird das Ganze halt vermieden, weil ich kann hier draufklicken, da passiert gar nichts. Gehe ich hier drauf, wäre das Geschenk möglich. So, dann natürlich an alle Unterstützer von mir, tragt bitte meinen Creator-Code ein, YT-FamilyHack, dann auf Annehmen, achtet drauf, dass er drin ist. Weil wir sind jetzt in einem Zeitrahmen, wo er immer wieder rausfallen kann, weil eben die 2 Wochen darum sind. Ja, ich werde das jetzt öfters sagen, ist einfach nur, damit ihr euch selbst daran erinnert, weil ich weiß selber, wie das ist. Oh, der Skin gefällt mir. Oh, 1500 V-Bucks, alles klar, Geschenk, Gegenstand erwerben, fertig, ist gekauft. Und irgendwann guckt man so, hey, ich habe gar keinen Creator drin. Deshalb ist das einfach nur. Es gilt für jeden Creator, nicht nur für mich. Sondern halt für alle und unterstützt einfach egal wen, aber besser einen unterstützt als gar nichts gemacht. So, wir gehen rein in die Aufgaben. Wir müssen füge Gegnern Schaden mit seltenen Waffen zu. Ist eigentlich ziemlich simpel, wenn man weiß, welche Waffen man nehmen muss. Dazu gehen wir erstmal rein in die Gruppenkeile und da werde ich dann euch auch genau verraten, was ihr genau machen müsst. Nämlich mit seltenen Waffen sind nicht die legendären Waffen gemeint, auch nicht die epischen Waffen, sondern die blauen. Also blau ist schon selten, weil grün ist, meine ich, gewöhnlich. Ich weiß gar nicht, was ist denn nochmal grau, aber wir werden es gleich nochmal sehen. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du jetzt immer noch kein Abonnent bist, dann bitte jetzt abonnieren. Wie gesagt, du wirst es nicht bereuen. Ich mache Livestreams, Custom Games, zeige euch alle Aufgaben. Zwischendurch paar neue News, was so rauskommt, auch was die Minty Packages betrifft und so. Was das betrifft, die ist jetzt wieder im Shop drin, auch für die Schweiz. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier oben links seht ihr selten Fernwaffe, also blaue Waffen schnappen. Kann mal gucken. Hat das schon gezählt? Ne, in der Lobby zählt es nicht. So, dann gehen wir direkt mal das Slurpee runter. Dann das Angelwettbe der Angelwettbewerb läuft ja auch gerade. Ich weiß ja halt auch nicht, wann ihr das Video guckt. Ich gucke zu, dass ich jede Tagesaufgabe für euch hochlade. Guck auch, dass ich eher die komplizierteren nehme. Weil Truhen öffnen an bestimmten Orten, das mache ich auch noch. Aber wenn ich sie verschieben kann, verschiebe ich die natürlich. So, gucken wir erstmal.
Also das Wichtigste für uns ist jetzt, wir brauchen blaue Waffen. Alles andere ist uninteressant. Wie gesagt, erntet auch gerne ab. Ja, das war's an der Stelle komplett. Aber so sind wir wenigstens schon mal in der Zone. Das war ja die beschissenste Landung, die ich je hatte. Denkt dran, ihr könnt die Waffen auf upgraden. Also grüne Waffen, einfach Metz farmen und dann die Waffe upgraden. Vergesst das nicht. Ich werde das nämlich gleich, denke ich mal, auch machen. So, jetzt will ich aber noch mal wissen, was ist eine graue Waffe? Graue Waffe ist, gewöhnlich. Und grün ist ungewöhnlich, okay? Also muss ich mich da verbessern, was ich eben gesagt habe. Ihr seht ja hier schon der Automat. Ja, Lecks sind wieder inklusive heute. Das heißt nämlich, wir werden auf jeden Fall Metz farmen, damit wir die Waffe nämlich auch aufgebessert bekommen. Auf mindestens blau. So. Dafür brauchen wir natürlich reichlich Materialien, aber wir sehen ja, wir sind in der Zone. Gerade mal hier hinten noch die Pump-Muni mitnehmen. Weil mit der Pump wird es, denke ich mal, ziemlich simpel sein, den Schaden rauszuhauen. Wie gesagt, wenn ihr eine grüne Waffe findet, dann nimmt die, wertet die halt dann auf. Wie gesagt, immer so weiter. Wenn ihr eine grüne findet, gut. Nur lilane Waffen, spart euch die, holt sie zwar mit, aber ihr braucht halt, wie gesagt, die blauen Waffen. Ich kann es nur oft genug sagen, weil viele fragen sich dann, hey, warum kriege ich die Aufgabe denn nicht hin? Ah, hier haben wir nochmal Pump-Muni. So, da haben wir nochmal ein Auto für Metall. Na, er wäre nicht schlecht. Weil die hätte ich gerne auch noch auf Blau. Aber sind noch ein bisschen viele Materialien. Okay, haben wir schon mal hier was auf Nummer sicher. So, haben wir die auch schon mal auf Grün wenigstens. So, wir brauchen Stein. Ich weiß, ich habe euch gesagt, so sollt ihr eigentlich keinen Stein abbauen, sondern bei Steinen. Klingt logisch, aber viele bauen halt echt diese alten Häuser ab und wundern sich, hey, warum kriege ich nicht genug Materialien hin? Deshalb guckt immer, dass ihr draußen die Steine abbaut. So ein kleiner Stein hat schon 20. Aber wir sehen ja, überall sind Steine. Man nimmt es aber auch erst wahr, wenn man sie halt wirklich sucht. Und guck, hier habt ihr schon 72 Steine in Gruppenkeile. So. Jetzt brauchst du immer noch Metall. Metall ist halt echt so ein kleines Problem im Spiel, finde ich. Dafür sind einfach noch zu wenig Autos drin. Wo ist eigentlich der Traktor? Hat den abgebaut, der Dulli da? Ah, ne, hier haben wir noch Autos. Ach, Metall kriegen wir hier auch ohne Probleme hin. So. Die Zone macht auch langsam schon mal zu. Das ist gut, dann haben wir nämlich gleich auch die Gegner bei uns. Und wie gesagt, versucht immer die Schwachpunkte zu treffen, gibt einfach mehr Metall. Bam, bam, bam. So, davon haben wir jetzt auch 300. Aber ich habe immer noch keine AR. Nein, ich will jetzt noch keine Gegner bei mir haben. Nein, brauchst du noch nicht längen. So, dann gehen wir nämlich noch gerade schnell in die Scheune. Schon mal die Pump aufwerten. Gibt aber auch immer schön EP. Die können wir auch schon aufwerten. So, jetzt fehlt mir aber immer noch eine AR. Gut, nehmen wir die, ist mir jetzt auch egal. Haben wir noch genug Metz? Auf Grün kriegst du definitiv. Jetzt brauche ich 150, das heißt, ich brauche noch 120 Steine.
und noch mal ganz minimal Holz. So, das haben wir, das haben wir. Zack, zack, zack. Ich brauche aber immer noch. Doch, Stein brauchen wir. Gott, ich weiß gerade so durch das leichte Geballer da, so irritiert. Steine, Steine, Steine. So. Jetzt gehen wir nämlich die auch noch aufwerten und dann können wir auch mal anfangen, ein paar Kills zu machen. Weil die ersten kommen jetzt im doch hier hin. Ja, ist richtig. So, wie ihr seht, wir haben jetzt alles auf Blau. Jetzt können wir auch anfangen. Gerade noch ein bisschen Metz mitholen, dass wir uns auch hochbauen können. Ich glaube, er will auch nur upgraden. Keine Ahnung, was seine Mission war. Aber wie ihr seht, 170 Schaden haben wir jetzt schon. Wo war er denn? Wo hat er sich schon wieder versteckt? So, jetzt haben wir schon 380 Schaden. Wie gesagt, nehmt euch einfach so nur blaue Waffen mit, dann braucht ihr nicht switchen oder so. Er rennt da hinten hoch. Lol, wie das wieder am Längen ist. Ja, mit zwei Headshots geht es natürlich einfacher. Oh, nicht genug Munition dabei. Da müsst ihr halt leider Gottes auch drauf achten, dass ihr wirklich genug Munition dabei habt. Weil hier auf Distanz macht die Waffe natürlich nicht viel Schaden. Ich glaube, ich mache mir hier gerade sehr viele Freunde. Ah, den Schaden haben wir schon mal. Mein Problem ist jetzt nur, mir fehlt echt die Munition. Ah, der wollte sich nur rächen. Aber ihr habt gesehen, 750 Schaden, 7 Kills gemacht. Und schon habt ihr das Ganze. So, das war es dann erstmal damit. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Eigentlich müsst ihr ja nur genau dasselbe machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, stauben hier noch ein, zwei Kills ab. Lol. Was hat er mit der Waffe vor? Er ist Gegner hochheilen oder wie? Aber ich bin jetzt mal raus. Euch viel Spaß mit der Aufgabe. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen. Gerne meinen Creator-Code eintragen. Like da lassen, kommentieren. Und was alles sonst euch einfällt. In dem Sinne, haut rein.